Paul Krüger wurde 1825 in Cradock am Kap geboren. Später zog er mit seiner Familie in die Provinz Transvaal und betrieb dort einen Bauernhof. Nach dem Ersten Burenkrieg wurde er 1883 Präsident von Transvaal und beschäftigte sich ernsthaft mit einer Gesetzgebung zum Schutz des Wildlebens. Dank seines unermüdlichen Einsatzes wurde das Gebiet zwischen dem Sabi-Fluss und dem Krokodilfluss zum Sabi Game Reservat erklärt. Daraus hat sich der heutige Krügerpark entwickelt. Heute ist die Strategie darauf ausgerichtet, alles Erreichte zu erhalten, ohne die Balance zwischen folgenden drei Aspekten zu verlieren: die Erhaltung des wertvollen Tierlebens, die Interessen der lokalen Bewohner zu berücksichtigen und die unauffällige Entwicklung der Infrastruktur für die Besucher des Parks. Der Krügerpark ist im jetzigen Zustand 350 Kilometer lang, 65 Kilometer breit und umfasst eine Fläche von rund 20.000 Quadratkilometer. Insgesamt führt ein Straßennetz von 1.863 Kilometern Länge durch das Gebiet. Davon sind 697 Kilometer asphaltiert. Für die Besucher stehen zahlreiche unterschiedlich ausgestattete Camps zur Verfügung. Der Park hat einen außergewöhnlich reichen Tierbestand. Für viele bedrohte Tierarten ist der Nationalpark eine der letzten Zufluchtsstätten. Das Klima im Krügerpark ist subtropisch. Im Sommer fällt der meiste Regen. Die Vegetation präsentiert sich dann sehr üppig. Jedoch wird es tagsüber sehr heiß, bis 40 Grad. Hey, I'm a zombie.
Apodimo, Kiyanemoha, Kardinaledi. Dank der Weitsicht des Paul Krüger ist es möglich, dass wir heute eine Vielzahl von Tieren, die ansonsten ausgerottet worden wären, in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Hoffentlich bleibt der Park auch für unsere Nachkommen erhalten, damit sie die faszinierenden Tiere nicht nur im Zoo hinter Gitter bewundern müssen.